Alles beginnt als Protest gegen den Krieg. 1995 wird das Sarajevo Filmfestival ins Leben gerufen. Heute ist es die größte Veranstaltung dieser Art in Südosteuropa. Aber was genau bedeutet das Festival für die Stadt und für die Filmbranche? Fast 4 Jahre ist Sarajevo in den 1990ern belagert. Während dieser Zeit gründet eine Gruppe junger Kulturschaffender das Sarajevo Filmfestival. Menschen sollen sich wieder treffen und das kulturelle Leben wiederbelebt werden. Fast 30 Jahre später tummelt sich die Crème de la Crème der europäischen und internationalen Filmszene auf dem roten Teppich. In nur einer Woche sind über 100.000 Menschen 220 Filme aus 60 Ländern weltweit. Dazu werden sämtliche lokalen Kinosäle bespielt, Theatersäle umfunktioniert und Open-Air-Locations aufgebaut. Das Festival ist inzwischen so erfolgreich, dass es auch Filmvorführungen in anderen Städten des Landes und auch ein Online-Streaming-Angebot gibt. Mit Kiss the Future wurde das Festival im August 2023 eröffnet, produziert von Matt Damon und Ben Affleck. Darin geht es um die enge Beziehung zwischen Rockmusikern aus Sarajevo und der irischen Band U2. U2-Sänger Bono und Bandgitarrist The Edge schauten höchstpersönlich beim Festival vorbei. Auch Österreich ist nach Sarajevo gekommen, mit im Gepäck Filme wie Europa und Animal. Neben den Filmvorführungen ist das Sarajevo Filmfestival auch Treffpunkt für die gesamte Filmindustrie. Die CineLink Industry Days sind wichtiger Hub für Filmschaffende auf der Suche nach neuen Talenten, nach der Möglichkeit von Co-Produktionen und frischem Input.